so andere Richtung. Dann begrüßen wir euch jetzt hiermit wieder zu einer weiteren Folge Let's Play Daylight. Es geht weiter. Boah, da warten wir schon. Ging ja super los. Man hat die jetzt eine Macke, jetzt übertreibt es einfach ein bisschen. Leer. Ich habe aber nur noch mit der hier. Ich habe jetzt nur noch zwei Fackeln. Ich hatte eben schon. Hier kommt schon wieder die alte. Nichts anmachen, nicht umdrehen. Aber ich muss doch eventuell irgendwo hingehen und gucken. Lauf einfach weiter geradeaus. Passiert nichts. Soll ich mich da hinsetzen? Aber da war eine Tür. Aufmachen. Ich konnte doch jetzt nicht. Stopp. Eigentlich, warte. Ja. Hm, ja, lauf weiter. Ich hoffe, wir hatten da hinten noch eine Tür vergessen. Ja, war ja auch. Ich hab eben gerade zu dir gesagt. Läuft uns hinterher? Ich habe das dumme Gefühl, ja. Leuchtstäbe, wenn die scheiß Leuchtstäbe haben. Da! Ja, Häftling 203 wurde heute Nacht tot in seiner Zelle aufgefunden. Sein Körper war verdreht und verrenkt wie ein Rattennest. Ich weiß nicht, wie das passiert ist oder wie er sich umgebracht hat. Ich weiß nur, dass ich einen ohrenbetäubenden Schrei aus Isolationshaft gehört habe. Ich bin hinuntergeeilt, um zu sehen, was los ist. Baxter stand schon in einer Ecke und kotzte sich die Seele aus dem Leib. Bert war kreidebleich, sie haben doch noch kein Wort darüber verloren, was geht hier vor, Alec. Im letzten Monat sind während unseres Dienstes 3 Insassen gestorben. Die Wachbeamten sind völlig verängstigt und ich fange an zu glauben, dass hier wirklich etwas nicht stimmt. Leutnant Paul Ackerman? Toll, wenn ich jetzt A drücke, fackelt's gleich wieder. Das hast du nämlich eben schon gemacht. Ach Mann, die blöde Sau! Ich brauche ganz, ganz dringend neue Signalfeuer. Wo laufe ich denn lang? Geradeaus. Einfach mal rennen mal ein bisschen. Nee, jetzt wieder zurückrennen. Und rechts. Einfach überall durchlaufen, mal gucken. Warte, hier ist gar nichts. Stopp, da liegt was links, links, links. Was? Geh mal da rechts hin. Na. Was denn nur? Da, geradeaus ist doch was. Da hinten leuchtet links. Da leuchtet doch was. Need the key. Aber ich hab noch die Key. Jetzt krieg dich mal wieder ein, Fräulein. Schnell, drüben in das Ding reingucken, ob da irgendwas ist. Oh, bitte lass doch hier jetzt mal die Schranktüren aufgehen. Ich brauch so eine scheiß Signalfackel. Das ist es doch, oder? Ja, Logo. Ich habe aber nur noch eine Signalfackel. Ja, warte mal ab jetzt kurz. Vielleicht geht die ja mal wieder. Oder wir müssen einfach wirklich mal an der Wand lang laufen. Dass wir sie einfach nicht angucken? Ja. Das ist ja gerade hinter uns. Ja, sehr gut, sehr gut. Sehr gut. Und jetzt nach links. Aber nicht weiter. Ja, ja, sehr gut. So, weiter nach links, weiter. Jetzt nochmal nach links gucken auch. So, dass die immer im Rücken. Ja, und jetzt weiter nach links, weiter, weiter, weiter. Sehr gut, da ist er ja, doch. Ja, toll, aber wenn wir jetzt hier irgendwas... Nein, da muss jetzt irgendwo eine Tür sein. Übersehen? Wir können nichts übersehen, wir sind an der Wand, da ist das meiste. Jetzt ist er weg. Nee, doch nicht. Nichts machen. Gucken nach links ein Stück. Gut, da ist auch nichts. Also können wir eigentlich raus hier aus dem Raum. Geh wieder zurück nach rechts. Die verarsche ich jetzt mal. So macht man das nämlich in Wirklichkeit. Welcher Mensch guckt denn die an, bitteschön? Scheiße, die steht da vielleicht gerade. Ja, sehr gut. Die sind immer hinter uns. Also gerade auch. Ne, wir müssen schon da raus. Die kommt gleich wieder und dann gucken wir wieder einfach. Warte mal, gucken wir nach links kurz. Gut, da kamen wir her. Wir gehen da rechts zurück. Oder einfach ewig gegen die Wand gucken. Ne, mach ich doch. Also gar nicht. Bewegen, sobald das aufhört, ist sie nämlich weg, glaube ich. Glaube ich. Das ist auch ein super geiles Spiel. Ihr habt echt viel davon, wenn wir die ganze Zeit da sitzen und gegen die Wand gucken. Ja, wir können nichts dafür. Die ganze Zeit ging es voll gut und jetzt auf einmal... Scheiße, ey, Signalfackel über Signalfackel gab es und wir konnten sie nicht verwenden, weil wir zu viele hatten. Jetzt brauchen wir die ohne Ende. Das ist doch ein Witz. Die geht nie weg. Ja, dann laufen wir noch weiter nach links. Aber hier kommt, glaube ich, gleich ein Tor. Ja, da musst du drum rumlaufen. Siehst du, irgendwann kommt auch da, wo du gerade hinguckst, kommt auch dann eine Tür. Jetzt ist er doch gerade weg, jetzt ist er wieder da. Steht rechts neben uns die Kuh. Ich habe das Gefühl, sie steht links neben uns. Ich habe mich links auf dem Ohr. Jetzt schnell, nach schnell weiter. So, jetzt kommt bald eine Tür.
In die Richtung, wo wir gucken, da gehen wir rein. Kann die das jetzt mal drin lassen? Mach mal nur mal so ein grünes Licht an. Wir wissen, was passiert. Das darf noch mal genug. Lauf mal nach rechts weiter. Ich glaube, die. Ich habe sie ja links auf dem Ohr. Die ist irgendwo links von uns. Mhm. Ach, da ist so eine Tür, die kann man da durchgehen. Mann, ich muss hier noch nicht mal gucken. Wenn jetzt aber irgendwas rechts hinter uns ist, irgend so ein Kasten, wo ein Schlüssel eventuell drin ist, ist doch ja, scheiße. Dann nimm, aber jetzt steht es aber rechts neben mir. Zumindest habe ich jetzt auf dem rechten Ohr. Guck sie an und schmeiß ihr das grüne Licht gegen den Kopf. Ich glaube irgendwie nicht, dass das so viel bringt. Das ist doch scheiße, wir können doch jetzt keinen Schritt gehen, ohne dass die Tante da ist. Dann hol jetzt, guck rum, wenn du sie siehst, hol die Fackel raus, wenn nicht, dann läufst du erstmal weiter. Ja, aber dann haben wir keine Fackel mehr. Nein. Dann entscheidest du jetzt. Da ja, ist da ist sie doch. Okay, dann guck mal nach links, da ist sie ja nicht. So, jetzt überlegen wir nochmal kurz. Guck mal hier an der Wand. Ich finde das ganz schön ekelhaft, genau dahin zu laufen, wo sie ist. Ich weiß, dem kann ich gerade nicht weiter rüber. Lässt die mich nicht durch? Na, vielleicht. Jetzt entscheidest du. Du hast den Kontrolle. Wieso komme ich denn nicht lang? Weil hier ein Stuhl war. Sie ist weg. Ich glaube eigentlich, dass jetzt hinter uns die scheiß Tür ist. Oder nicht, oder? Ich habe keine Lust, mich umzudrehen. Guck doch mal leicht nach links erstmal. Wenn du nichts siehst, ist doch gut. Weiter nach links. Da müssen wir durch. Und hier gibt es bestimmt den blöden Schlüssel. Da ist was. Signalfackeln bitte. Er hat es wieder getan. Er hat uns die Signalfackeln geklaut. Ich wusste doch, dass dieser Wärter nichts Gutes im Schilde führt. Deswegen klaut er uns immer die scheiß Fackeln. Als ich gestern meine Mahlzeit erhalten habe, habe ich einen Wurm in Kartoffelbrei gefunden. Widerlich. Ich weiß, dass er der Wärter, dass das der Wärter ist. Das Tablett mit dem Essen gibt, sagt er, iss auf, meine Liebe. Und er hat diese hinterhältigen Blicke in den Augen. Morgen steche ich ihm die Augen aus. Ja, das ist. Och, Tante, geh weg. Ah, sie ist schon da weg. Ah! Nein! Toll, saublöde Kuh, ich hasse dich wie die Pest. Nein! Saublöde Kuh, ich hasse dich wie die Pest. Jetzt muss man aber, ja, ich weiß keine Ahnung wohin. Lauf mal da lang. Ja, ich weiß auch nicht, wo diese scheiß Signalfackel noch sind. Laufen wir wieder zurück, ich glaube, wir sind. Da sind wir hergekommen. Ja. Was, dahin oder wo soll ich denn da schon? Ja, zurück, ganz. I know there's somebody here. Sag bloß. Dann da. Immer weiter geradeaus. Ich hab zu langsam. So zurück. Und dann rechts rein. Den Überblick verloren hier. So. I know you're there. Ja, toll. Und jetzt brauchen wir den Key. Scheiße. Ich mach mal links die Tür auf. Ich hab keinen Bock mehr. Ohne Signalfackel finde ich das echt zum Kotzen. Weil wir jetzt null Chance haben, gegen die blöde Tante anzukommen. Ich kann jetzt nicht das ganze Spiel damit verbringen, dass ich nur da ihr den Rücken zudrehe. Dann haben wir nicht schon den Schlüssel? Guck mal, vielleicht haben wir den gerade gefunden. Aus oh, nee, der ist ja. Oh nee, wollte schon sagen. Nee. Eigentlich hätte ich den Schlüssel ja immer in der Hand. Gott, get through. Das ist echt bescheuert eigentlich. Die ganze Zeit gab es so viele Signalfackeln. Ja, wenn ich auf die Karte gucke. Ich hier diese Handykarte sagt mir null, ja, dann komme ich überhaupt nicht zurecht. Dann guck mal links an die Wand und laufen dann nach links. Aha, okay, gut, tschüss. Bist du durchgelaufen? Und jetzt? Na weiter.
Und dann da geradeaus. Oh! Oh, eine. Jetzt wieder da lang. Ja. Den blöden Weg zurück. Rechts laut. Oh. Ja, mein Handy vibriert auch schon so wie das da. Das war das Daylight Warn App. Sobald die rechts neben oder links neben dir ist, dann geht an meinem Handy mal blub blub. Anybody there? Das willst du auch nicht wirklich wissen, weil. Bist du denn doof? Ist er wieder weg? Ist er rechts neben uns? Das ist er bestimmt hinter uns. Hier Leute, aber nur mal so für den Fall der Fälle, falls ihr das mal spielen wollt. Echt guter Trick, ne? Wenn ihr nicht wollt, dass er euch erwischt, guckt es einfach nicht an. Sag doch mal laut, Karte. Sind wir jetzt da? Ich kann ja, weiter die zurück. Ich kann die nicht deuten. Dadurch. Ja. Wir müssen irgendetwas vergessen haben. Ha, damit hätten die Entwickler nicht gerechnet. Wo man ein Spiel so durchspielen kann? Is there anybody in there? Ich fragte immer noch, ob jemand ist. Ist ja auch lustig. Jetzt ist links neben uns. Hm. Weil wir so am Ende irgendwas auch noch übersehen. So. Jetzt mal kurz nach links gucken. Sie ist ja gerade rechts von uns. Ah, Mensch. Warte mal, laufen wir nicht weiter. Ich bin doch vorher im Raum jetzt gerade gewesen. Da hätte ich vielleicht keine Ahnung. Ach, egal, lauf weiter nach links. Was denn jetzt? Sie ist rechts von uns. Dann gucken wir nach links ein bisschen. Und geht's da links an der Wand lang. Hier, an der Wand oder an dieser Wand? In die Richtung? Nur so leicht. Ich will wissen, ob da die Tür zu ist oder ob die auf ist. Haben wir schon. Ja, aber dreh mal nach links, weil um die ist immer noch. Gibt's da irgendwas? Hm. Wo ist denn jetzt? Jetzt habe ich sie auf beiden Ohren. Beiden Ohren steht direkt hinter uns. Dann lauf jetzt ganze Zeit links an der Wand lang, wir gehen da wieder raus. So zu Gott. Hm. Jetzt ist er rechts von uns. Nach links weiter gucken, die ist rechts von uns. Hä? Hä? Guck mal, guck mal nach rechts. Noch ein Stück. Jetzt, jetzt nach links gucken, die steht rechts von uns. Och Mann, das ist doch doof jetzt. Da war, glaube ich, irgendwas. Ja, ich weiß auch nicht, ich laufe jetzt da durch. Du wirst nicht irre. Ja, dann lauf du doch mal. Ich lauf doch nicht. Soll ich mal machen? Wegen mir. Lauf du doch mal. Ich weiß jetzt nicht, was du wolltest. Guck mal nach da, guck mal, die lauf mal nach da und auf einmal soll ich in die andere Richtung laufen. Jetzt geh nicht wieder in den Raum, da sind wir gerade hergekommen. Sie steht da. Ich wollte sagen, es ist ihre Hand da, aber... Warum drehst du dich direkt zu ihr? Weil da noch was ist. Da. Das ist die Tür. Nein. Da mach. Wenn da was ist, dann mach doch. Warum gehst du nur weg? Ne. Wenn du sagst, weil da ist was... Ist. Dann mach. Ach, da hat mir schon reingeguckt. Ich dachte, dass da vielleicht was ist. Nee, da waren wir doch. Meinst du, das funktioniert? Ich mach's jetzt einfach. Das wäre natürlich auch cool, wenn ich mal so doof die Wand anstarren. Zurück. Ich hab schon. Wo war Sprinten? Okay, das funktioniert schon mal nicht. Ich denke, Scheiße, wird hier drin. Echt, es ist leer. Ich habe keinen Plan, was wir machen sollen. Oh, sie steht direkt hinter dir, halt sie in ihr scheiß Gesicht. Brauchen wir das? I know you're there. Sag bloß. Ich habe keinen Bock mehr, es kotzt mich gerade echt an. Oh, so kack, letzte Knallfrage. Bei den Kisten. Nee, da war nichts, hab ich von schon reingucken. Das bringt nichts, gell? Nur auf den Fußboden gucken, da kommst du trotzdem. Das war doch jetzt spaßig.
vor? Ich wäre daraus nicht schlau. Ist irgendwas was... Aber guck mal, da sind doch solche Xe, oder nicht? Haben diese Xe irgendwas zu bedeuten? Na, wir gehen jetzt erstmal weiter. Laut Karte hier hoch. Glaube ich herkommen. Ich gehe da wieder rein. Ich habe mal da irgendwas übersehen. Ich guck die Wand an, ganz genau. Mann, der Wand. Ach, das ist doch hier das. Ach, wir kommen eh nicht mehr raus. Hat sich erledigt. Bücherregal. Am Ende war die Zigarre das. Das Ding. Konnte ich aber da nicht aufnehmen. Guck doch nicht so geradeaus. Wenn sie vor dir steht, sind wir angearscht. Da war der letzte Safe Point. Als wir hier reingekommen sind. Ernsthaft jetzt? Is there anybody in there? Halt doch das Maul. Shit. Du bist auch ein bisschen lebensmüde, hab ich das Gefühl. Ich hab's auf dem rechten Ohr und du gehst genau dahin. Kann es sein, dass das Viech mal die Türen zumacht? Weißt du, wie bescheuert das diese Folge ist? Ich kann sie nicht ändern. Na, haben wir schon. Schön, dass sie kneift. Gerade in den Schatten vertreiben. Was leg ich ins Bett? Und die Betrug ist nur halb voll. Ich will nicht wissen, wie das ist, wenn die Betrug voll ist. What the? Na, warte mal. Ja, toll. Sind hier doof. Das war jetzt der Key. Das, das schaffen wir doch zurück. Corruption, Chaos. Ja. The curse grew stronger as time went on. Each year further tightening its grip. They built steel cages to contain its resolve. Enslavement, isolation, reckless abandon. The city would burn with hatred and fear. Weißt du noch, es zurückgeht? Mhm. Wie ernsthaft? Oh, Gott sei Dank, ich habe null Plan. Was nur auf? Wir haben aber die Holy Bibel. Ja, hau sie hier vom Kopf. Ich habe irgendwie nicht das Gefühl, dass sie das so viel ausmacht. Zum Kreuz oder so geweihtes Wasser. Du guckst, das steht doch an die Wand. Soll mal aufhören, die Tür. Oh Gott sei Dank, ich dachte jetzt schon Scheiße. Nein! Wir sind tot, wenn die sind so erwischt. Ja, aber wie ist denn so ein schönes Kreuzamulett und noch ein bisschen geweihtes Wasser? Das wäre doch was. Du weißt ernsthaft, wo der Scheiß ist? Solange das auch der Key ist, nicht, dass die am Ende wirklich einen Schlüssel meint, gell? Ist unser Akku vom Handy fast leer? Ist das scheiße? So rein theoretisch. Ja. Wir müssen jetzt immer weiter nach rechts runter, das ist schon richtig. Wo ist es denn? Kann man es da schon drauf sehen? Nee. Oh, da war sie. Ist nicht cool, wenn man einfach mal durchläuft. I know you're there. Also ich entschuldige mich schon mal für die super tolle Aufnahme, aber es geht leider jetzt nicht anders. Wir wollen das nicht gerade für umsonst gemacht haben. Ich muss jetzt hinten an der Wand lang. Immer an der Wand lang.
Ich finde das mal ein bisschen ekelhaft, wenn sie dir so auf einem Ohr liegt. Pass auf. Ich weiß, ich muss glaube ich hier so rein. Ja, pass auf, da steht sie, sind sie da vorne. Oh Mann. Was gibt denn die für komische Geräusche von sich? Wir müssen auf alle Fälle, denke ich, ganz bis da runter. Ja. Es kann gut sein, dass der Schlüssel am Ende von dem Ding liegt. Wieder an der Wand? Ich wollte mal wissen, wo wir grob sind. Ich will Stress nicht, ich will Kopfschmerzen tun. Nochmal aufs Handy gucken. So, und jetzt müssen wir nach unten. Nein, ich renne jetzt. Bist du sicher, dass du richtig rennst? Nein. Du rennst doch falsch, oder? Guck einfach mal an der Wand. Da unten ist es doch. Ich muss die ganze Zeit die Wand runterlaufen. Scheiße. Oh. Wir laufen richtig, ja? Na, guck da hier, wenn ich das Handy jetzt zeige nochmal. Hm. Wir müssen bis da runter, das ist das Grüne, ganz da unten, da müssen wir hin. Dann lauf. Aber es kommt ein Glück jetzt auch keine weitere Krankheit. Lauf, lauf. Soll ich laufen? Hey, so, lauf mal so weiter. Is there anybody in there? Dass nee, keiner immer da. Immer noch fragt. Das ist doch echt bescheuert irgendwie. Ich stelle mir vor, die würde eben genau so in der Kuhle stehen, dann wären wir auch angearscht. Und dann guck ich nach rechts und dann weg. Oh Mann, ey. Danach brauche ich eine Folgenpause. Yay, wir haben zwei Folgen geschafft. Die kriegt doch gerade ein bisschen Überlänge. Oh. Also versuche ich überhaupt nicht vorwärts zu kommen. Doch, nee, wir haben einen Schritt gemacht, ne? Du? Warte. Ach so. Ja, weiter. Jetzt rechts auf meinem Ohr. Ach so, deswegen hast du. Hörst du auf? Ist doch manchmal nicht. Aber hängt die dann in der Kuhle drin? Wo kommt jetzt die Kuhle? Laut Handy, ja. Guck. Ach. Guck, jetzt. Das war in Ordnung. Na? Lass den Scheiß. Ich hab Zeit. Ich glaube aber irgendwie nicht, dass die unbedingt gehen möchte. Dann guck ich einfach jetzt hier ganz. Oh, Kacke. Jetzt ist aber wieder links. Ja, ja. Das ist schon scheiße, dass es nicht speichert, der Kack dazwischen. Ich weiß gerade nicht, wo ich bin. Guck doch mal drauf. Ich hänge irgendwo fest. Ah, das ist die alte! Wie ist das die alte? Die hält dich fest? Ja, ich komme nicht weiter durch. Nein, es kann sein, dass da ein Stuhl ist. Irgendwo war mal ein Stuhl im Weg. Der musste nämlich ein Stück von der Wand weg und dann so rumlaufen. Das Gefährliche ist nur, wenn die alte direkt da steht, ist das ziemlich scheiße. Siehst du? Das dachte ich mich vorhin auch, dass die Alte mir im Weg steht, dass ich deswegen nicht weiterkomme. Jetzt dürfte eigentlich gleich da sein. Ja, mach langsam. Da wird einfach Schucke dabei. Wir bemühen uns, dass die nächste Folge besser wird. Renn! Wenn die jetzt direkt vor uns auftaucht, sind wir auch echt im Arsch. Du Alter! Verdammte Axt. Lauf schneller durch. Was, das war's noch nicht?
doch jetzt. Hat's gespeichert? Ach, so fucking dark. Gleich, ich denke. Lauf erstmal noch ein Stückchen weiter. Guck. Nee, ist ja weg eigentlich. Ist doch nichts mehr los. Guck erstmal rum ein bisschen. Sammel alles ein. Jetzt Leder gerade. Laden ist immer gut. Solange er nicht speichert, ist immer scheiße. Ich kann es nicht benutzen. War da vielleicht gerade noch Leder oder so? Da, warte. Die Tür, warum kann ich das Ding jetzt nicht benutzen? Und benutze einfach mal ganz kurz die Tür. Wieso hat das nicht gespeichert? Das macht er vielleicht gleich noch. Jetzt gucken, ob du jetzt aufkriegst. Den Zettel meine ich. Guardians, reflect enough here is creating the illusion of control. Eigentlich wollte ich gerne mal. Ja, warte mal kurz, bis der fertig ist mit Reden. Mal irgendwo hin, lauf da mal geradeaus oder so ein kurzes Stück. Schönes Bild, ist irgendwas drauf? Interessantes? Nö. Alles zu. Ja, versuch's jetzt nochmal. Aber wir können auch keine Relikte bis jetzt aufheben. Bisher ist auch noch nichts mit Relikten hier. Hä? Soll ich es mal mit der Maus versuchen? Warte mal. Mach mal. Die Methoden des Doktors sind zwar manchmal etwas unkonventionell, aber die Ergebnisse sprechen für sich. Nicht nur, dass wir Fortschritte für die Wissenschaft erzielt und Leben gerettet haben, wir können... konnten diesen Drecksäcken auch mehrere Geständnisse entlocken. Die Taten, zu denen sie sich bekannt haben, machen mich krank. Ich kann nicht glauben, dass ich jemals an Mercer gezweifelt habe. Gut, laufen wir weiter, weil wir haben ja noch... Relikte werden uns gar nicht angezeigt. Und der, das kommt bestimmt gleich, das Speichern. Da. Lauf ruhig noch ein Stück weiter bis zu der Tür, damit wir dann da bei der nächsten... Ja. Ich würde sagen... Wir sehen uns in einem halben Jahr wieder. Genau, wir sehen uns im halben Jahr wieder. Wir können jetzt sowieso nicht das Jahr... Wir brauchen erstmal ein paar Cheats, dass wir unendlich Signalfackeln haben und dann, ja. Gut, bis dahin auf alle Fälle, bis zum nächsten Mal. Wir sehen uns wieder. Gebt uns Daumen hoch, wenn euch die Folge gefallen hat. Und auch unser Trick, ja, unser Trick, wenn er euch gefallen hat. Bis dahin. Ciao. Ciao. Das ist, das lief doch gut, Mensch. Oh, tut mal zwei. Kannst nicht drücken. Ich weiß es gerade selber nicht. Irgendwie sind wir gerade voll am... Ich hab doch jetzt so eine Fackel. Ja, aber was ist denn das hier? Das fragst du mich. Warte, du bist bereit? Ich weiß nicht, wo sie ist. Ich weiß nicht, wie sie sich die ganze Zeit dreht. Geh doch jetzt. Oder? Ich, ja... Das ist doch scheiße, wenn du anfangen willst und dann passiert genau sowas.